Oh, hallo und herzlich willkommen ja, zu einer weiteren Online-Folge. Ja, ich wollte euch mal Zuchtvideos zeigen. Dummerweise, als ich in diesem AO-Fieber wieder war, habe ich immer wieder vergessen aufzunehmen. Das bin ich immer bei diesem Rhythmus, zu wenig Karotten. Einmal züchten, da kommt nochmal züchten, zu wenig Karotten, sparen, sparen, sparen. So, jetzt habe ich wieder 93.000 Karotten. Einmal züchten kann ich, danach muss ich erstmal warten. Weil ich noch auf jemanden warte, weil ich mein Pferd nämlich noch in die Zucht stellen muss. Das ist gute Makron. Stelle ich nämlich noch in die Zucht rein. Dann kann ich im Moment noch nicht fertig leveln, weil sonst, wenn ich ihn jetzt noch einmal drauf drücke, dann war es das mit dem Züchten. Das ist nämlich eines meiner perfektesten Züchtungen, die rauskamen. Mit sehr hohem Kontrollwert, Spitzermähne, Weiß und Langschweif. Und mit Potenzial, das für mich sehr gut ist. Trotzdem muss ich natürlich warten, bis ich ihn einstellen kann. Solltet ihr auf meinem Discord sein, werdet ihr auch immer mitkriegen, welche Pferde reingestellt sind von mir oder auch von anderen AO-Spielern, welche Pferde reingestellt sind. Also wir helfen uns da schon gegenseitig. Ich züchte jetzt einmal so das for fun, gucken, ob da jetzt was rauskommt. Und sonst würde ich etwas sagen, machen wir doch mal ein paar Rennen. Damit es nicht zu langweilig wird. Ja, ich bin ja auch von den Videos etwas runtergestuft. Lag aber auch daran, dass ich vom 25. November bis zum 18. Dezember einen Kurs hatte. Der Kurs war wichtig für meine Arbeit. Den konnte ich sozusagen... Und ich wurde auch fettkrank. Also ich hatte eine dicke, fette Erkältung gehabt. Und ich habe mir gesagt, okay, ich habe keinen Bock, diesen Kurs zu wiederholen, weil ich muss den Kurs machen für meine Ausbildung. Und ich möchte den nicht wiederholen. Ich habe da null Bock zu. Vielleicht könnten wir ja mal nach Palomino gucken. Also musste ich mich sozusagen etwas durchquälen. Und so litt natürlich auch der YouTube-Kanal etwas drunter, ne? Also, man kann ja nicht alles machen. Klar wird der YouTube-Kanal immer nur ein Hobby bleiben. Also, oh, der ist kein 20.000. Der wird trotzdem immer ein Hobby bleiben. Also, ich versuche jetzt schon wieder am Wochenende zu überlegen, ob ich da wieder Videos vorausproduziere und die dann hochlade. Aber Problem ist, wenn ich mir, Druck mache oder so ein Ziel setze, ja, du musst die in die Videos raushauen, dann hat man halt wieder weniger Lust. Und deswegen, boah, natürlich mit meinen letzten Karotten, die ich heute ausgeben wollte, kommt natürlich eine Karte raus. Ich hasse Trostpreise, Leute, ich hasse Trostpreise. Trostpreise sind doof. Naja. Ich würde mal sagen, wir machen ein, zwei Rennen. Soll ich noch etwas labern? Merkt ihr mal, wie ich am Rumpflug bin? Deswegen muss ich mal gucken, wie ich das mache mit den Videos. Ob ich mir sage, hey, ich power am Wochenende durch und nehme alles für die Woche vorher auf. Oder ich sage einfach, ich mache dann Videos, wann ich will, aber dann kann es auch mal sein, dass zwischendurch eine größere Pause ist. Ich bevorzuge eher Zweiteres, aber ich möchte halt nicht, dass mein Kanal irgendwie so, keine Ahnung, dass er untergeht, weil ich habe ja schon Spaß dran. Vielleicht mache ich auch einfach statt mehr Videos mehr Livestreams, die kann ich nämlich spontan machen. Noch habe ich halt Urlaub, noch kann ich alles vorbereiten, das ist gar kein Problem. Ja, gar kein Problem. Vielleicht mal wieder mehr Illusia Online Streams. Problem ist im Moment aber an Illusia Online. Die Verbindung, Leute, ist im Moment so grottenschlimm. Man lockt sich ein und man Pech hat. Jetzt steht man da 20 Minuten lang da und kann sich nicht connecten. Ich weiß nicht, ob ihr das im Moment auch so kennt. Das ist total ätzend. Deswegen bin ich mir immer bei Streams halt unsicher. Und ich wundere, ich streame gerade auf meinem 29 Zoll Bildschirm und das Programm kann ich 29 Zoll erfassen. Ergo, es ist an manchen Ecken etwas abgekattet. Ich habe jetzt versucht, zentriert euch zu zeigen. Deswegen probieren wir es einfach mal. Deswegen werdet ihr wahrscheinlich die Anzeigeleiste jetzt nicht sehen. Ne, die seht ihr nicht. Ihr seht auch die Karte nicht. Aber ihr seht ja meinen Charakter. Dann ist ja alles gut.
ist ja die Hauptsache. Aber vielleicht kann man dann auch mal, sollte sich das Connect-Ding-Problem mal etwas lösen, kann man auch vielleicht wieder mehr Streams machen. Vielleicht kann ich auch... Oh, es krittet aber heute sehr. Lululu. Kann man wieder vielleicht mehr Level-Streams machen. Auch eine Möglichkeit. Auch wenn ich... Ja, eigentlich müsste ich mehr Juleböcke farmen. Nein. Ja. Eigentlich muss ich mehr Juleböcke farmen. Vielleicht so ein Julebox-Stream. Vielleicht organisiere ich ja heute Abend auch ein Julebox. Heute Abend. Boah, ist. Und ja, ich schieße die Leute mit Drachen lieber ab, weil das ist eine zu hohe Chance für mich, dass ich diesen Drachen irgendwie trotzdem abkriege und ich habe gar keinen Bock drauf. Bäh. Und ich hasse Drachen. Das Schlimmste, was ich in Elysia Online eigentlich finde, ist nicht der Drache und das Schießen, sondern diese blöde Dunkelheit. Die Dunkelheit kannst du nämlich nicht abgeben und du siehst nichts. Und ja, ich habe echt Probleme, wenn ich da nichts sehe. Das ist furchtbar. Ich bin immer... Ich lande dann meist immer in irgendwelchen Schluchten oder ich bleib irgendwo hängen. Nein! Ich habe auch gar nicht abgeschossen. Was soll das denn jetzt? Reinste Chaos hier. Und ich hasse es, wenn man nicht von der Stelle kommt. Das finde ich vielleicht auch noch furchtbar. Finde ich hier sowas von... Okay, hat wohl jemand echt Leckprobleme. Bitte, 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 bitte. Also heute krittet es sehr mit den Shootern. Oh, den Drachen kannst du behalten. Da bleibe ich freiwillig hinten. Hübsche Drachen. Oh, hole ich mir den? Ja. Nee. Oh, 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 oh. Ja. An die Wand drängeln, kurz vor Ende, ist ja auch immer so eine Sache. Egal, vierter. Ja. Oh, dritter sogar. Ich möchte ja nur meine Boxen haben. Oder Karneval oder was weiß ich. Warte mal, habe ich jetzt überhaupt auf Karneval aufgepasst? Nein. Oh, 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 oh. Ja, geil. Jo. Ja. Ja. Jo. Gut. Da kommen wir. Ah, doch, ich habe auf Karneval aufgepasst. Ich weiß gar nicht mehr, was wir machen mussten, aber ich muss nämlich so eine Quest machen, wo ich nämlich Karneval ausgewählt werde. Dann kriege ich nämlich die Pegasus-Rüstung. Oh. Ja. Also Elysia Online streamt, bin ich auf jeden Fall immer für offen und AO. Elysia Online streamt und AO. AO offline. Nein, für Star Stable, ich müsste noch Juborg-Geister sammeln. Für den Hund. Ich habe den Hund noch nicht. Ich habe mir ein Pferdeset komplett geholt. Ich habe mir die Pullis geholt. Also eine Pulli-Reihe, weil ich den Dakor-Pulli haben wollte. Aber danach war ich so im Weihnachtsfeier faul Laune und ich glaube, ihr kennt doch sowas, oder? Dann ist man dann so faul und naja, egal. Vielleicht bringt mich denn der Stream ein bisschen dazu, dann noch die restlichen Jubelköpfe zu sammeln. Wäre auch keine schlechte Idee. Genau, der Comic, also den Comic, den ich ja zeichne, das ist ja auch so mein Lebenswerk, der zieht natürlich am meisten Zeit und ich setze ihn schon etwas vor YouTube, also meine Privilegien haben sich einfach nur etwas geändert, also Comic vor YouTube halt, weil ich ja schon versuche, einmal in der Woche eine Seite rauszuhauen und ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ich das immer schaffe, wegen privaten Sachen oder sei es, dass die Seiten halt länger brauchen, weil die extravaganter sind. Wenn ihr euch für die Seite doch mal interessiert, dann würde ich mal sagen, schaut da auf meinem Instagram-Kanal Nikita-Werdens vorbei. Da werdet ihr auch den Link finden. Oder wenn ihr in meinen Playlisten auf YouTube mal schaut und nach dem Comic sucht,
Da habe ich den Comic ja auch ein paar Mal verlinkt und euch gezeigt, wie weit ich bin. Und oh mein Gott, quetschen sich hier alle wieder. Von mir kann sich keiner flüchten. Oh, scheiße, ich aber auch nicht. Aber es macht sehr viel Spaß, wenn man auch mit meiner Gruppe spielt, aber wir sind vom Hören her manchmal echt toxisch, also es ist, wir fluchen da echt viel rum. Ich weiß nicht, ob man sich das immer im Stream anhören möchte, wenn man so viel rumflucht. Oh. Wow, jetzt kriege ich eine Bubble. Schön gebraucht. Schade, schade, aber ich konnte noch jemanden mitnehmen. Dann wollen wir mal wieder nach vorne. Ich bin auch echt gespannt, wenn das Rangtabellensystem im Januar rauskommt. Es wird ja nochmal alles mal umgeändert. Ich bin ja im Moment Gold. Noch Gold. Oh, das kritte ich heute so viel. Finde ich ja irgendwo geil, aber die Leute tun mir schon irgendwie leid. Es tut mir so leid. Das Rangtabellensystem reinkommt mit den Belohnungen. Und klar, ich bin jetzt gerade Gold. Das nützt mir natürlich nicht, wenn das Rangtabellensystem neu aufgesetzt wird. Also. Wow, ich habe Ketten hier vorne. Wow. Platin sah nämlich schon nicht schlecht aus. Aber für Platin, da brauche ich wohl mehr als nur ein paar Stunden am Tag spielen. War ja schon. Puh. Oh, Elimine Mu und raus bist du. Ah, super. Bin ich jetzt schon wieder Dritter? Also Dritter. Ich habe mir auch übrigens einen männlichen Charakter gemacht, weil ich da einfach die Rüstungsteile auch generell geiler finde. Also. Und irgendwie, weiß nicht. Die Frauen quietschen zu sehr rum. Oh lol. Like a boss sieht die aus. Geil. Wir haben aber alle dieselbe Rüstung fast. Also von dem Typ her, sag ich mal. Nice. Nice, nice. So, dann gehe ich aber jetzt schon mal hier wieder raus. Würde ich mal gerne kontrollieren. Na, bin ich connected? Bin ich connected? Ja. Das meine ich nämlich. Das meine ich nämlich genau. Der Witz ist, Rennreiten könnte ich. Pferd wechseln wird aber etwas schwer mit keine Verbindung, ne? Das genau meine ich. Aber naja, ne? Was soll man tun? Warten. Warten und hoffen. Aber ihr Lieben, das war's auch wieder mit dem AO-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht finden wir in der Zukunft auch noch ein paar Möglichkeiten, wo ich nochmal öfters wieder das machen kann, ohne dass das irgendwie zeittechnisch doch zum Druck wird. Aber ich schaue einfach mal. Vielleicht kriege ich heute Abend sogar einen Stream aufgebaut. Ich guck einfach mal. Ich wünsche euch aber auf jeden Fall noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Da.